Willkommen zurück. Wir sind im UWG, im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Und wir sind inzwischen bei Kapitel 4, den Straf- und Bußgeldvorschriften, Paragraph 16 bis Paragraph 20. Aber, und diesmal ist es anders als bei den anderen Kapiteln, es sind nur zwei Paragraphen. Nur zwei Paragraphen. Weil nämlich 17, 18, 19 alles weggefallen ist. Schauen wir uns das genauer an, halten wir das erstmal fest. UWG Kapitel 4, Straf- und Bußgeldvorschriften. Und dann nehmen wir mal auf, zunächst mal Paragraphen 17 bis 19 weggefallen. So, wir haben also nur noch zwei übrig. Und zwar haben wir einmal die sogenannte strafbare Werbung. Ja, es geht ja um Straf- und Bußgeldvorschriften. Man unterscheidet hier zwischen einem Bußgeld für eine Ordnungswidrigkeit und eine Strafe für eine Straftat. Dementsprechend heißt das andere Gebiet Bußgeldvorschriften. Und damit haben wir bereits eine Struktur. Die strafbare Werbung ist geregelt im Paragraph 16 UWG. Und dieser Paragraph 16 hat zwei Absätze. Der Absatz 1 lautet: Wer in der Absicht, den Anschein eines besonders günstigen Angebotes hervorzurufen, in öffentlichen Bekanntmachungen oder in Mitteilungen, die für einen großen Kreis von Personen bestimmt sind, durch unwahre Angaben irreführend wirbt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Also, was sagt der 16 im Absatz 1? Absatz 1 im Paragraph 16, was muss hier gegeben sein? Es muss gegeben sein, unwahre Angaben es muss gegeben sein, Irreführung es muss gegeben sein, die öffentliche Bekanntmachung und es muss gegeben sein, ein größerer Kreis von Personen. Größerer Personenkreis. Und wenn diese Bedingungen alle erfüllt sind, wenn also jemand einen größeren Personenkreis adressiert mit unwahren Angaben, die irreführend sein sollen in die Richtung, dass etwas ein besonders günstiges Angebot sei, das ist hier die Irreführung, dann ist das strafbar. Und hat zur Konsequenz eine Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder eine Geldstrafe. So, und dann haben wir noch den Absatz 2 im Paragraph 16. Und der sagt, wer es im geschäftlichen Verkehr unternimmt, Verbraucher zur Abnahme von Waren, Dienstleistungen oder Rechten durch das Versprechen zu veranlassen, sie würden entweder vom Veranstalter selbst oder von einem Dritten besondere Vorteile erlangen, und jetzt kommt das Entscheidende, wenn sie andere zum Abschluss gleichartiger Geschäfte veranlassen, die ihrerseits nach der Art dieser Werbung derartige Vorteile für eine entsprechende Werbung weitere Abnehmer erlangen sollen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Das ist, glaube ich, auch aus dem Vorlesen ungestützt leicht zu entnehmen, was hier gemeint ist. Gemeint sind Pyramidensysteme. Ja, illegale Pyramidensysteme. Und auch das ist strafbar, wenn man sowas aufzieht. Und die Strafe ist auch die gleiche, Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder Geldstrafe, genau wie im Absatz 1 auch. So, damit hätten wir das schon erledigt. Kann das mal ein Fall sein in der Prüfung? Ja, das könnte sein. Ja, dass man hier etwas, einen Fall konstruiert, der mit Absatz 2 im Paragraph 16 korrespondiert, könnte sein, wäre dann sehr einfach. Ja, oder vielleicht auch die irreführende Werbung hier,
Da müsste man prüfen, ne? Ist es ein größerer Personenkreis, ist es öffentlich gewesen, ist es irreführend, ist es den Eindruck erweckend, es sei ein besonders günstiges Angebot. Ne? Man muss dann eben die Worte in dem Paragraphen einzeln prüfen, die Aspekte einzeln prüfen. So, dann ist noch der Paragraph 20 da und dann sind wir durch. Paragraph 20 UWG regelt die Bußgeldvorschriften und das sind drei Absätze. Im Absatz 1 steht, ordnungswidrig handelt wer vorsätzlich oder fahrlässig und dann kommt eine Auflistung. Dann im Absatz 2 heißt es, die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatz 1 Nummer 1 mit einer Geldbuße bis zu 300.000 Euro. So, da jetzt wird es interessant. Das ist nämlich eine Sache, die richtig teuer ist. Geldbuße bis zu 300.000 Euro in den Fällen des Absatz 1 Nummer 2 mit einer Geldbuße bis 50.000 Euro und in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu 100.000 Euro geahndet werden. Das sagt der Absatz 2. Und da muss man schauen, was steht im Absatz 1 Nummer 1? Da geht es um das Telefon. Ja, also wir halten hier fest, dass insbesondere das Gesetz sich wendet gegen Telefonanrufe. Wenn man also jemanden anruft, vor allem Verbraucher anruft, mit der Absicht, da Wettbewerb zu betreiben, also mit anderen Worten, denen was zu verkaufen, kann das sehr, sehr teuer werden. Und zwar heißt es, mit einem Telefonanruf oder unter Verwendung einer automatischen Anrufmaschine. Das gibt es nämlich auch in den USA. Setzt man das ein, auch im Wahlkampf, wenn es noch erlaubt ist. Ich weiß nicht, ob das der neueste, ob ich da auf dem neuesten Stand bin, der sogenannte Robocalls. Das sind Maschinen, die eine große Anzahl von Haushalten anrufen und dann eine Botschaft hinterlassen. Ja, oft erreichen sie dann nur den Anrufbeantworter, aber es sind diese automatisierten Anrufe, also nehmen wir das noch, insbesondere Telefonanrufe, auch automatisiert. Ja, in Deutschland ist das im Prinzip verboten, ja, das zu tun. Und wenn man es tut, kann es eben richtig teuer werden. Das ist so die Essenz, die wir hier rausziehen können aus dem UWG. Ich glaube, es gibt nichts, also außer, dass man rein theoretisch hier ins Gefängnis gehen kann mit der strafbaren Werbung, wegen der strafbaren Werbung, kann das hier richtig, richtig teuer werden. Ja, das ist so die Essenz aus dem Paragraph 20. Gut, das ist es. Damit haben wir einen ersten sehr guten Überblick. Und dann schauen wir mal, wo es sich lohnt, noch weiter in die Details zu gehen. Alles Gute, Marius Ebert. Wollen Sie Ihre Lernmotivation steigern? Dann klicken Sie für Insider-Informationen auf den Link unter diesem Video.